Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gameplanes Adventskalender. Was? Irgendwas? Nö, eigentlich alles normal. Ich heiße euch herzlich willkommen zum 21.12., dem dritten Advent in diesem Weihnachtsmonat. Und ja, natürlich hat Gameplane für euch wieder etwas Neues. Legen wir das mal ein bisschen zur Seite. Vielleicht haben es ein, zwei von euch schon erkannt. Es geht natürlich wieder mal um Borderlands. Da wir aber kurz vor Weihnachten sind, dachten wir, mit so kleinen Krümmelgeschenken könnt ihr nicht viel anfangen. Also geben wir euch das totale Paket. Und weil ich ja nur ein Ersatzpsycho bin, der hier angestellt ist, also mit der Maske meine ich, habe ich den originalen Psycho für euch und der wird euch verraten, in einem kleinen Lied, worum es geht. Vielleicht. Also ich meine, wenn man es versteht. Viel Spaß. It is a song from my mommy mom, singing hummy hum, till you're in my tum. Three swinging mid, all in my fridge. So, an alle, die jetzt nicht ganz verstanden haben, worum es in dem Song geht, es gibt selbstverständlich etwas zu gewinnen bei uns. Und zwar ist es das. Gameplane.de verlost unter allen Teilnehmern ein ganzes Paket für Borderlands-Fans. Und zwar enthält das Borderlands 1, die GOTY, Borderlands 2, die GOTY und Borderlands The Pre-Sequel. Mehr Borderlands geht eigentlich gar nicht. Um teilzunehmen, macht einfach Folgendes. Ihr befindet euch ja hier schon direkt im Bericht auf Gameplane.de, höchstwahrscheinlich, wenn nicht, einfach mal auf Gameplane.de suchen. Und dort schreibt ihr einfach mal hin, wenn ihr jetzt so einen Psycho aus Borderlands in eurer Bekanntschaft hättet, was würdet ihr ihm schenken? Schreibt einfach unter dem Bericht, was wäre euer Geschenk für einen Psycho, was wäre angemessen, was wäre toll, worüber würde er sich freuen, und dann die beste Antwort werden wir am Moment. Die losen wir heute ja schon aus. Das heißt, ihr kriegt zeitnah die Information, ob ihr gewonnen habt. Und bis, ja, ziemlich spät nachts, 0 Uhr geht das Ganze. Und so lange habt ihr Zeit, eure Ideen frei fließen zu lassen. Fleischfahrrad für zwei ist übrigens schon raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitmachen. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg nach Pandora machen. Und werde mir noch ein paar Mal den Song anhören. Also, bis dahin, macht's gut.